Hast du schon mal so über dem offenen Feuer gekocht oder so? So beim Zelten oder was auch immer man halt so machen kann? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei ARK, mitten in der Nacht. Sterne sind am Himmel zu sehen und da vorne ist so eine komische grüne Kapsel. Und dahin mache ich mich jetzt auf den Weg. Bewaffnet mit Fernglas, einer Handvoll Beeren, habe ich vor, mich auf große Expeditionen zu begeben. Gott sei Dank kann ich ja jetzt nicht wirklich irgendwas verlieren. Ich habe nichts so Spektakuläres und Spannendes dabei. Und habe ja jetzt auch ein Bett und dürfte dann hoffentlich direkt in meinem Bett spawnen. Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das denke, weil da ist ein Fingernagelsaurier. Weil ich denke natürlich, ich werde mal wieder nicht heil zu Hause ankommen. Du kennst das ja bei mir, ne? Drama, Baby, Drama. Was sind denn das für Saurier da hinten? Ach, guck mal, die könnte ich mir dann eh zähmen. Die Sache ist, möchte ich das da machen mitten in der Nacht? Ich glaube, nein. Kann man die sich... Was ist das denn? Alter! Was bist du denn für ein mieses Vieh? Geh kaputt! Der stirbt nicht! Oh no! Aber ich? Was ist denn mit dem? Ach komm schon, die sind glaube ich nur nachts da. Ich bin nur betäubt. Ich glaube, ich bin gar nicht tot. Ich sehe nur nichts. Ich bin nur ohnmächtig. Und so liege ich ohnmächtig herum. Im Wasser. Ich sehe halt gar nichts. Oh Gott. Kann ich irgendwas machen gegen Ohnmacht? Ich kann nicht mal mein Inventar öffnen. Ich glaube, ich werde sterben, oder? Hoffentlich geht's mir gleich wieder gut. Das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Dazu bin ich ja sehr weit gekommen bei meiner Expedition. Die riesige Expedition. Sie ging 20 Meter weiter vom Haus entfernt. Und dann lag ich herum. Ich hab's halt drauf. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich hab genug Expedition für heute. Nachts ist das echt... Obala, nachts ist das echt gefährlich, ne? Guck dir das an. Guck, aber ich habe überlebt. Was ist denn? Ich war vergiftet oder so, ne? Das finde ich ja echt nicht schön. Ich esse jetzt erstmal was. Ich habe voll Hunger. Ich habe Hunger. Und Durst. Und alles ist ungerecht. Ist das gemein. Das war schon gemein, oder? Also musst du zugeben. Das war eine miese Masche. Das war ein Miesisaurier. Der war mies. Oh Gott, ich hab immer noch Hunger. Guck mal. Das ist nicht schön. Und ich habe nur die doofen Beeren. Oh nein. Ich gehe mal in meine Hütte. Das war ja ein gemeiner Saurier. Warum ist der denn auch nicht kaputt gegangen? Wie unhöflich war der denn eigentlich? Was fällt dem ein, bitte? Oh, ah, das heißt, ich habe ein Dach über dem Kopf da oben. Guck mal, so ein Haussymbol. War das da schon immer? Kann ich mich gar nicht erinnern. Oh Gott, so richtig auffüllen tut sich das natürlich jetzt alles auch nicht, ne? Habe ich noch mehr Beeren? Ja, guck mal, ich habe hier noch was. Ich könnte auch das noch nehmen, ne? Aber das lässt mich einschlafen. Ich glaube, das macht das... Das riskiere ich jetzt einfach mal. Hier drin kann ja nichts passieren. So, füllt Gesundheit auf, aber lässt mich einschlafen. Ah ja, und dann sieht man da die Sternchen. Guck mal. Ah, und da wird man dann müde davon. Ja, schau mal an. Aha, aha, aha. So, mehr habe ich jetzt nicht mehr zu essen. Das ist ein bisschen frustrierend. Und ich habe immer noch Hunger, natürlich. So, dann kann ich die noch essen. Die machen mich wieder wach, glaube ich, ne? Ach so, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Ah ja, guck mal, die machen die Sternchen wieder weg. Und anscheinend kriegt man davon auch Durst. Aber das ist nicht so schlimm. Kann ich mal das Lagerfeuer aufmachen irgendwie?
Inventar öffnen. Da ist wahrscheinlich kein Holz drin, ne? Habe ich noch Holz? Das ist so dunkel, ich sehe nichts. Hallo? Ach, das war die kürzeste Expedition ever. Ich sehe gar nichts. Da sind die Kisten. Nee. Fehlendes Material für... Oh Gott, ich sehe doch nichts. Ich mache euch das dann da wahrscheinlich nachher ein bisschen heller, aber im Spiel selber sieht man jetzt echt nicht viel. Hier ist Holz. Inventar öffnen. Holz. Feuer. Ah! Ich sehe wieder was. Na, hervorragende Sache. Oh, ja, ich habe natürlich, ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe einen riesen Hunger. Weißt du, was noch cool wäre bei dem Spiel, wenn man die Nacht über schlafen könnte, wie bei Minecraft oder so? Na, wenn ich mich ins Bett legen könnte und sagen könnte, ich möchte jetzt die Nacht über schlafen. Bei Zelda geht das ja übrigens auch. Wenn du selber Ark spielst, machst du das. Was machst du denn dann nachts eigentlich? Weil das ist ja echt gefährlich hier. Guck mal, der Mond ist aber, sieht cool aus, ne? Ich gehe erstmal einen Schluck trinken. Damit ich nicht wenigstens nicht verdurste. Ich glaube, kann man die Samen nicht eigentlich auch essen? Warte mal. Essen um einen kleinen Wert. Alternativ kannst du sie anpflanzen. Kannst du die mittleren und großen... Ah, oh, lecker, lecker. Mais. Mm. Essen, um Nahrung aufzufüllen. Ja, dann gucke ich mal. Das hier. Ah, guck mal. Das ist auch noch nicht verdorben. Essen, um den Nahrungswert aufzufüllen. Oder in Rezepten benutzen. Oder... Ja, man weiß es nicht so genau. Kann ich? Pass mal auf. Ich gehe mal hier... Ich mache das mal aus und gehe mal... Zack. Drüben gucken. Da habe ich doch einen Kochtopf. Ich hoffe, das ist halt hell genug. Oh Gott, ich sehe ja nichts. Hallo? Wandschild. Holztür. Ja, hier muss das doch irgendwo. Inventar öffnen. So. Feuer entzünden. Na, das hat doch schon mal geklappt hier. Ah, hier ist auch ein bisschen mehr Platz und muggeliger. So, dann gucke ich mal, ob ich was kochen kann. Also Expedition wird das jetzt hier nicht, Hast du schon mal so über dem offenen Feuer gekocht oder so? So beim Zelten oder was auch immer man halt so machen kann. Okay. Oh, ich höre was. Okay, also man muss dann eine Notiz hinzufügen, um das kocht. Das ist, glaube ich, nur ein Parasaurus da, ne, vor meiner Tür. Aber das kann ich so nicht essen, um einen Nahrungswert aufzufüllen oder in Rezepten benutzen oder ausbrüten bestimmt, nämlich, ne. Aber wird das Gegenstand fallen lassen, reparieren, Benutzung erzwingen? Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwas passiert mit dem Ei. Kann ich das einfach so essen roh? Das ist ja irgendwie eklig. Wie funktioniert denn das hier mit meinem Topf? Notiz hinzufügen, um ein Rezept zu erstellen. Ich hätte gedacht, ich kann da einfach ein Ei in die... Weißt du, einfach ein Ei in die Dings hauen. Aber dann brütet es wahrscheinlich aus, oder? Hm. Kann ich das einfach so essen? Echt? Ich guck jetzt einfach mal. Aber rohes Ei, das finde ich schon irgendwie eklig. Ja, ich hab's gegessen. Roh. Oh, das füllt aber wenigstens ein bisschen Nahrung auf. Guck mal, nicht so, nicht mega viel, aber besser als nichts. Jetzt habe ich es halt roh gegessen. Kann man nicht ändern, ne? Guck mal, das mache ich hier hin. Die Narkobären mache ich hier hin. So. Und ich glaube, draußen, es war ein Para. Jetzt gucke ich mal, wie viel Uhr ist denn? Guck mal. Wir können ja mal Fenster aufmachen. Wie hell ist es denn?
geht eigentlich. So, ja, das Saurierzähmen hat gut funktioniert, ne? Ich lösche mal das Feuer. Oh, da vorne kommt so eine Kapsel runter. Komm, die schnappe ich mir jetzt noch. Vielleicht nicht unbedingt mit einem Knüppel bewaffnet. Wer weiß, was da wieder ist. Ist aber schon immer noch ein bisschen dunkel, ne? Aber komm, die Kapsel. Hoffentlich kann ich die aufmachen schon. Ach, das war gar kein Parasaurus. Das kann auch ein Schildisaurus gewesen sein, ne? Könnte auch sein. Die finde ich ja auch cool, aber da kann man den Sattel erst relativ spät erstellen. Obwohl, ich muss da drauf ja eigentlich nicht reiten. Ich meine, so schnell ist jetzt eine Schildkröte auch nicht. Hoffentlich kann ich das aufmachen. Ach, Klamotten wieder. Die brauche ich echt nicht mal. Ach, Menno. Na, dann lasse ich die Versorgungskiste mal. Schade. Schade, schade. Na gut, das hat ja mit den Sauriern irgendwie nicht so geklappt, ne? Aber ich bin immerhin nicht gestorben. Was sind es da hinten jetzt hier? Warte. Ach so, jetzt ist ja, nee. Da ist ein Parasaurus, aber da ist auch noch mehr. Ach, das sind Dodos. Komm, wir fangen die Dodo-Farm an. Ich will endlich Dodos. Ah, du bist ein... Ja, du bist ein Hübscher. Ein Pupser bist du. Ich hab's genau gesehen. Oh, ein weiblicher Dodo mit Knüppel auf dem Kopf. Der hat mir... Ah, der hat mir die Narkobeere geklaut. Der Fiesling. Ein Frechosaurus war das. Bewusstlos lege zum Zähmen. Ja, jetzt ist halt wieder, weißt du. Ich hab ja wieder nichts. Jetzt hat er mir die geklaut. So. Aber der braucht natürlich auch irgendwas anderes, was der essen kann. Sonst geht das ja nicht. So, die Stimulanzbeeren natürlich nicht unbedingt, ne? Das hatte ich das letzte Mal nämlich leider falsch gemacht. Das war irgendwie nicht so klug. So, aber ich habe jetzt ein paar andere. Ach, der ist gar nicht mehr so lange bewusstlos. Das ist ja total traurig. Und das einmal benutzen, erzwingen. So, und jetzt davon und das könntest du auch noch essen, bitte. Ja, der ist fast gezähmt. Das schaffe ich die Folge noch, gell? Guck mal, ich hole mal noch ein paar. Dann habe ich wenigstens meinen Dodo. Ja, das ist nicht viel, aber weißt du, ein Dodo ist besser als nichts. So, da sind noch ein paar Beeren, die ich ihm geben kann. Mein Dodo. So. Und so. Guck mal, der kann auch schon fast wieder wach werden. Ich glaube, mehr von dem. Da! Ich habe einen Dodo gezähmt. Mein erster Dodo. Der Dodo ist weiblich. Und er heißt... Dodi. Dodi, der Dodo. Dodi. Annehmen. Aufheben. So, Dodi, ich trage dich jetzt nach Hause. Ahaha, ich habe Dodi gezähmt. Dodi den Dodo. Dodelidel-do. Ja, du bist ein feiner Dodo. Also, ich weiß nicht genau, was man mit den Dodos macht. Ich möchte gerne Dodos haben. Ich weiß aber noch nicht so genau, was ich dann damit mache, weil darauf kannst du ja nicht reiten. Die kannst du wahrscheinlich züchten zum Essen, ne? Also so wie... Ach, das ist eine Schildkröte, Gott sei Dank. Die kannst du wahrscheinlich, weißt du, züchten zum Essen. Vielleicht legen die aber auch dann Eier. Kann ja auch sein, oder?
Ah, so ein... Ja, du siehst so cool aus. So ein Schildkrötensaurier finde ich mega toll. So. Okay, ich habe Dodi den Dodo. Der kann mich natürlich nicht verteidigen. Und Dodi der Dodo muss ins Haus. So, kann ich dich auch wieder absetzen jetzt? Hallo, wie setze ich dich wieder ab? Dodi, muss ich dich jetzt für immer mit rumtragen? Wie lasse ich Dodi den Dodo wieder los? Da. Da, Dodi der Dodo. Wie süß. Ah, das ist ja so niedlich. Aktiviere Wandern zum Paaren. Folgen deaktiviere ich mal. Der soll mir nämlich nicht folgen. Der soll schön hier bleiben, Dodi der Dodo. Und mit Dodi dem Dodo verabschiede ich mich dann für diese Folge. Mein erster Dodo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.